Kein Rutschen, kein Wackeln, kein Vertun. Ist der Weg auch noch so schwierig, gibt es wenig Situationen, die einem X3 Probleme bereiten. Solange im Winter eine wichtige Voraussetzung erfüllt ist. Ohne die richtigen Sohlen kommt selbst der intelligenteste Allradantrieb ins Rutschen. Hier zwei identische BMW X3 Fahrzeuge. Eines davon mit Winterbereifung, der andere mit Sommerreifen. Schon beim ersten Anfahren passiert es. Kommt man schließlich doch noch mit den Sommerreifen vom Fleck, hält die Fahrfreude allenfalls bis zur nächsten Kurve. Und damit sollte selbst dem letzten Zweifler klar werden, dass ohne Winterbereifung selbst ein Hightech-SUV schneller als man denkt vom rechten Weg abkommen kann. Richtig besohlt fährt der X3 selbst im Schnee wie auf Schienen. Dabei vermittelt gerade der Basisbenziner mit seinem seidenweichen 2-Liter Vierzylindermotor ein absolutes Wohlfühlerlebnis hinterm Steuer. Der mit 2 Turbos ausgestattete Motor leistet 184 PS und bietet ein Drehmoment von 270 Newtonmetern. Bei einem kräftigeren Tritt auf das Gaspedal macht er sich kurz mit einem Brummen bemerkbar, um nach kurzer Verzögerung loszustürmen. Wilde Drehzahlorgien sind dafür gar nicht notwendig. Das volle Drehmoment, 270 Newtonmeter, stehen schon ab 1250 bis zu 4500 Umdrehungen zur vollen Verfügung. Bleibt die Frage, Benziner oder Diesel? Tja, das ist zum einen eher eine Frage des Geschmacks. Sicher ist jedenfalls, für Menschen, die wenig Kilometer pro Jahr fahren, bietet der kleine Benziner viel Leistung bei geringeren Anschaffungskosten. Ein kleines Beispiel. Ausgehend von den jeweiligen Grundpreisen kostet der Benziner 2000 Euro weniger und ist pro Jahr etwa 70 Euro günstiger in der Kfz-Steuer. Das reicht insgesamt für 1300 Liter Superbenzin und damit kommt man mit dem Basis X3 je nach Fahrweise um die 16.000 Kilometer weit.